Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Eine Welt ohne Geld. Ist das möglich? Das wäre von heute auf morgen möglich. Denn wenn wir ein neues Ziel haben, raus aus diesem Irrenhaus, zurück zur Quelle, dann, wenn alle Menschen, ja alle Mineralien, Pflanzen, Tiere, Menschen, Engel, Götter, wenn sie unter diesem Ziel vereint wären, zurück zur Quelle, dann wäre Geld ganz unwichtig. Alle würden darauf hinarbeiten, dass jeder genug hat, einmal am Tag etwas Leichtes isst, ansonsten sich mit dem Buch des Lichts befasst, meditiert und Nirvana erlangt. Dann ist eine Welt ohne Geld möglich. Wenn aber die Zielsetzung der Menschen sozusagen noch in der Welt stattfindet, beziehungsweise immer weiter in die Welt hinaus, weg von der Quelle, dann werden wir niemals eine Welt ohne Geld haben. Darum lehrt das Buch des Lichts in seinen Zweigschriften als Übergangsschrift, zum Beispiel die Bücher Der wahre Bankenschwindel oder Der Rubel muss rollen, das umlaufgesicherte Geld. Es lehrt, dass wenn wir schon im Augenblick und wahrscheinlich für eine ganz lange Zeit nicht ohne Geld leben können, dann sollte man es zumindest umlaufgesichert machen, in Umlauf bringen. Das ist ja, meine Geliebten, das Problem, das wir heute haben, dass man das Geld horten kann. Und zwar auch dem Kreislauf entziehen. Liebe Banker, Ohren auf! Da wäre ich gerne Prinz Charles mit den Ohren. Wenn der Anlauf nimmt, kann er fliegen. Kleiner Scherz am Rande. Der Tamponprinz. Also Ohren auf, liebe Banker. Ja? Ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, kann man eine gerechtere Welt schaffen, in der, wenn wir schon dann dem Geld unterliegen oder uns damit versorgen und die Güter verteilen, eine gerechte, eine umlaufgesicherte Geldverteilung sichert die gerechte Verteilung der Güter für alle. Da muss keiner mehr hungern. Keiner mehr hungern. Und diese Lüge, dass auf Erden nur 6 oder 7 oder 8 Milliarden passen, das stimmt überhaupt nicht. Da passen viel mehr drauf. Viel mehr. Es geht ja auch darum, dass wir die eigentliche Zielsetzung dann nicht vergessen, nämlich zurück zur Quelle. Aber um das überhaupt zu ermöglichen, wäre ein Übergang, das vom Buch des Lichts gelehrte, umlaufgesicherte, zinsfreie Geld. Jetzt werden viele sagen, oh ja, die Zinsen, die sind ja schon weg, ist gar nichts weg. Ihr vom Buch des Lichts wisst, wir zahlen im Augenblick pro Tag über 500 Millionen Euro Zinsen an die EZB. Ja, also, das nur nebenbei. So. Der Übergang zu einer Welt ohne Geld wäre also das umlaufgesicherte Geld, wo das Geld laut BDL-Lehre im Wert leicht abnimmt. Im Jahr, also auf das Jahr gerechnet, 5, 6, 7%, so in der Richtung. So, wenn man dann ein Geld hat, einen 100-Euro-Schein, sagen wir mal, dann musst du den ja ausgeben. Dann wird er immer weniger wert. Das ist BDL-Lehre. Also gibst du ihn aus und besorgst dir, was nötig ist, die Miete, dies und das und jenes erstmal, bezahlst das. Jetzt könnte man argumentieren, ja, dann habe ich ja irgendwann gar nichts mehr. Wenn man das Geld auf die Bank tut, eine BDL-Bank dann, da verliert es nicht an Wert.
Und dadurch, dass es leicht den Wert abnimmt, sobald es im Umlauf und Gebrauch ist, dadurch ist der Umlauf gesichert und kann über den ganzen Erdball gehen, dieser Umlauf. Natürlich gibt es dann immer, BDL lehrt, man kann auch noch Millionär werden, ist kein Problem. Nur jeder hat dann genügend Geld. Denn heute ist es so, meine Lieben, ich muss das nochmal auf das, weil das ist ja das Thema. Die Superreichen horten manchmal das Geld. 3, 4, 5 Milliarden, 10 Milliarden, 100 Milliarden, das machen auch die kommunistischen Parteien, die sind die reichsten der Welt übrigens, in Russland und so weiter. Das sind die wirklich Reichen. Die SPD zum Beispiel ist die reichste Partei der Welt. Die SPD, wusstet ihr das? Ist reicher als sie. Ja! Mein Bruder war Vorsitzender der SPD, Kanzlerkandidat, Dieter Schinzel, könnt ihr googeln. Ja, also von dem weiß ich einiges. Gut. Jetzt, wie können wir, wenn also ein Superreicher oder auch eine Partei, ja, ein bisschen parteipolitisch wird man es jetzt doch, ja, aber keine Angst, was kann der tun? Der kann das Geld horten, der entzieht es dem Kreislauf. Wir reden hier von Umlauf oder Kreislauf gesichert. Der entzieht es dem Kreislauf, tut es auf irgendeine Inselbank, ne, kennen wir ja alles, wo im Augenblick sogar unser Kanzler involviert ist, ne, egal. Und aber ich muss das erwähnen, um eine Welt ohne Geld zu verweisen. Der Übergang wäre ein umlaufgesichertes Geld. Wenn aber ein Superreicher, und da gibt es viele davon, das Geld hortet und erstmal zur Seite tut, dann fehlt Geld. Da fehlt Geld im Umlauf. Das nicht registriert ist. Das ist einfach, das kannst du in Österreich, da kannst du dich Donald Duck nennen, da kannst du Geld. So. Was dann passiert ist, oder was dann passiert, die EZB zum Beispiel sagt, da fehlt Geld, wir müssen Neues drucken. Drucken genau das gehortete Geld, das da weggeschafft wurde, den Verlust drucken sie, jetzt mal nur als Beispiel, und tun es auf den Markt. Via Leitzins, und die Geschäftsbanken zahlen dann, müssen ja Zins zahlen an die, und auch wenn man sagt, der Leitzins wäre auf Null, als Quatsch, als Lüge, aber gut, egal. So, jetzt sehen die, die das Geld gehortet haben, die selber Geld gehortet haben, oh, was ist denn da los? Da wird Geld gedruckt. Ja? Was machen wir mit unserem Geld? Und werfen so schnell wie möglich das Geld auf den Markt. Was passiert jetzt? Eine Zunahme an Geld. Ein Aufblasen von Geld. Ein Inflatere, lateinisch. Eine richtig, Inflation. Das ist der Schwindel. So. Ja? Aber wir wollen ja, meine Lieben, wir haben die Möglichkeit, das Geldsystem auf rechtlicher Grundlage zu ändern, indem wir sagen, es nimmt im Wert leicht ab und muss dadurch ausgegeben werden. Und wer es sparen will, tut es auf die Bank. Mit dem Geld kann die Bank auch wieder Kredite vergeben. Also ich bin jetzt mal zwischen hier und Nirvana, zwischen außen und innen, ist eine Zwischenposition, umlaufgesichertes Geld. Aber dann könnte man sagen, und dann natürlich, ich weiß nicht, jetzt in 1 Million Jahren, ist ja egal, Zeit spielt ja keine Rolle, wäre dann mit Hilfe des Boosts des Lichts, wenn wir uns unter diesem neuen Ziel Nirvana, was ja nicht neu ist, sondern vereinen, also zurück zur Quelle, würde dann auch das umlaufgesicherte Geld nicht mehr nötig sein. Denn die Leute, die Menschen, würden ja keinen Besitz mehr ansammeln wollen auf Erden. Sie hätten nur ein Ziel, zurück zur Quelle. Und dann würde das Geld als Möglichkeit, Besitz zu erlangen, völlig unwichtig. Die Welt wäre vereint unter der Produktion von Meditationsstätten. Jeder hätte genug zu essen,
einmal am Tag. Ja, es gäbe gar keine Berufe mehr. Sie wären nicht nötig. Die Berufe, die wir heute alle haben, sind ja nur, sagen wir, ein Übergangsprodukt. Stelle ich mal jetzt in den Raum. Maschinen stellen dann alles her, aber keine neue Weltverschwörung und sowas, sondern die besorgen alles für uns. Wir haben ja Maschinen. Und die gesamte Welt wird ein einziges großes Kloster, in der Menschen nur ein einziges Ziel kennen, Nirvana, das Ende des Leidens, denn alle werden erkannt haben, dass Leben nur Leiden ist und das Erwerben von Gütern das Leiden nur verlängert. Also eine Welt ohne Geld. Seht ihr mal, das ist also wie der Körper, ja? Der Körper. Ich bin nicht der Körper. Ich wollte nicht sagen, eine Geld ohne Welt. Aber, ach so, nein, ich wollte Welt sagen. Geld? Ach so, ich. Das ist doch schon ein Beispiel, mein Lieben, dass wir gar nicht in dieses Irrenhaus hier gehören, sondern dass wir gemeinsam, geleitet vom Buch des Lichts, erkennen sollten, der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen. Wir sehen doch jeden Tag, wir haben gerade heute die Bildzeitung, ich lese die Bildzeitung gerne, weil so wie Mickey Maus. Ja. Natürlich stimmt da kein Wort davon, und manchmal stimmt was, aber das meiste nicht. Aber es ist interessant. Was lese ich hier? Der Chef-Virologe will sich nicht impfen lassen. Ja, wo sind wir denn? Der Chef-Virologe. Kommen die allmählich auf den Trichter? Naja, lass mal. Wir wollen hier nicht. Meine Lieben, wenn man sich ein Idealziel vorstellen könnte, so ist es nicht, lehrt das Buch des Lichts, der Himmel der Religion. Warum? Weil er aus Substanz besteht, die auch noch so feinstofflich sein kann und die der Veränderung liegt. Und alle Formen, auch im höchsten Himmel, da brauchen wir auch kein Geld. Könnte die Kirche sagen, geh ins Kloster, komm, im Himmel brauche ich kein Geld, aber das ist nicht das Ende des Leidens. Denn auch die Himmel werden vergehen. Das Höchste ist Nirvana. Haben wir das einmal erlangt, dann können wir wieder in die Welt hinein, hin, vor, zurück. Einmal Nirvana, immer Nirvana. Weil wir in uns dann das Ende des Leidens, beziehungsweise das Ende des Verlangens haben. Wir wollen ja nichts mehr erwerben. Wir wollen nur eins loslassen. Und möglicherweise könnten wir dann Nirvana verlassen, das passiert ja oft, Nirvana, Paranirvana, also wenn der, zum Beispiel der Buddha, nicht wahr, im Körper hatte er Nirvana erlangt, also noch verbunden im Körper, und wie er dann den Körper verlassen hat, Paranirvana, ja? Bitte, wenn jemand meint, er könnte es verlassen, um anderen dann wieder zu lehren, ich halte mich da raus. Meine Lieben, ich bin Pratieka. Ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe die Lehre weitergemacht damit, was ihr wollt. Manche schreiben mir, ja hör mal, das wäre doch schön, wenn du viel mehr Klicks hättest. Die haben mir schon angeboten, Hunderttausende von Klicks, wenn ich Geld zahle und so weiter alles, ja. Bist du denn ein Herdentier? Musst du unbedingt nur dahin gehen, wo die meisten Klicks sind? Deshalb habe ich immer gesagt, das Ganze ist hier zu früh. Aber ich habe versprochen, es weiterzugeben, ja. Also. Eine Welt ohne Geld. Siehst du, jetzt habe ich mein Anatta, mein Manasrupa, dahingehend eingerichtet, dass es nicht mehr sagt, eine Geld ohne Welt, obwohl es sagen will, eine Welt ohne Geld. Also, eine Welt ohne Geld ist nur möglich, wenn wir eine Übergangssituation haben, nämlich die in der Zweigschrift des Buches des Lichts, das beschriebene, umlaufgesicherte Geld. Ohne diesen Übergang sich, selbstverständlich kann jemand, der Nirvana als Ziel hat jetzt, ja, dessen Welt, dessen Sein kann auch ohne Geld funktionieren, der bettelt dann. Aber er ist ein disziplinierter Bettler, nicht das, was er so rumkriegt. Und nur zu faul ist zum Arbeiten. Ja. Sondern jemand, der wirklich sagt,
Ich will mit dieser geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken, nichts mehr zu tun haben. Und er ist freundlich gesinnt allen Wesen gegenüber, möge allen nur Gutes widerfahren. Bitte alles in Ordnung. Aber er hat nichts mehr damit zu tun und sagt dann wie der Buddha, ich gehe fort, lasst euch allein, ich kehre zu mir selber ein. Und jene, die geweint haben, haben es eben noch nicht verstanden. Denn sie identifizieren sich noch mit der Persönlichkeit. Ja. Buddha war ein großer, schöner Mann. Das ist er nicht mehr. Also das waren immer noch Anhaftende. Lasst die Toten ihre Toten begraben, hat Jesus gesagt, eine Rechte er gab. Darum ist die Vereinigung von Menschen, die Nirvana als Ziel haben, nicht die Vereinigung von Persönlichkeiten. Oh nein, es ist das Ineinanderwirken von Wesenheiten, deren gemeinsames Ziel nicht die anhaftende Liebe ist, nicht das Wohlergehen der Persönlichkeit, um in dieser Welt zu fahren, nein, nein. Und darum ist das wohl ein Ziel, das viel zu früh verkündet wird, aber ich habe es versprochen, meine Lieben. Also das Ende des Leidens auf Erden wäre zunächst mal eine Gesellschaft, in der es umlaufgesichertes Geld gibt, das im Wert leicht abnimmt und dadurch in den Umlauf gezwungen wird und jedem zugute kommt. Nicht eine Entwicklungshilfe, die wir zahlen und die da drüben kaufen sich einen goldenen Thron, tut das Geld in die Schweiz und der Rest hungert immer noch. Geht doch mal nach Afrika. Ich war in Südafrika, da geht es ein bisschen besser, aber ansonsten, die leben immer noch in der, Entschuldigung, wenn ich das Wort sage, Scheiße. Ja? Obwohl wir schon Milliarden, Billionen gezahlt haben. Meine Lieben, ich sehe kein Ende des Leidens ohne das Buch des Lichts. Und das Ziel ist nicht eine umlaufgesicherte, eine Gesellschaft, in der es umlaufgesichertes Geld gibt. Es ist ein Zwischenziel. Wenn die ganze Welt mit allem darin verschwunden ist, endlich und endgültig, und in Nirvana verbleibt, das wäre das Ende des Leidens für alle. Wann das ist? Ich gebe es nur weiter, man hat es mir diktiert. Ich kenne mein Ziel, ich bin Pratieka. Ich habe es vorhin schon angedeutet, soll ich ganz ehrlich sagen. Ich rette mich selbst vor dem, was ich nicht bin. Und wenn ihr denkt, das ist egoistisch, was, bitteschön. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich gehe zurück. Zur Quelle. Und natürlich, ja, schaut mal, wollte ich jetzt sagen, jetzt hoffe ich, dass alle das auch machen. Das ist ja vermessen. Da wäre ich ja vermessen. Vielleicht will die ganze Welt gar nicht erlöst werden, Entschuldigung. Vielleicht sagen die Lanu, Mensch, leichtig, was willst du eigentlich von uns? Wir leben gerne, versteht ihr? Da gibt es ja immer diese Weltretter, die die ganze Welt retten wollen. Ich will die Welt nicht retten. Ich nicht. Ich gebe nur weiter, was man mir diktiert hat. Möge die Welt damit tun, was sie will. Ehre sei dem Buch des Lichts. Om. Warum ist die Welt ohne Liebe? Warum muss das alles so sein? Jeder denkt nur immer an sich und jeder Satz fängt an mit ich. Ich schreib man groß, aber das Herz, das ist so klein. Warum ist die Welt ohne Liebe? Wer reicht dir aus Freundschaft die Hand? Jeder hat nur eines im Sinn, ist da für mich auch genug drin. So trennt uns alle eine unsichtbare Wand. So sind sie alle, nur kein Gefühl, nur nicht verstehen, dass daneben Menschen gehen.
Blick und ohne Ziel. Und ein Wort wär die Rettung für sie. Doch sie gehen und das Wort, es kommt nie. Warum ist die Welt ohne Liebe? Weil keiner dem anderen vertraut. Muss alles sein, so wie es war? Wird uns denn nicht irgendwann klar? Wir sind allein und haben nur auf Sand gebaut.